Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gold Rush The Game. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen neues technisches Equipment zugelegt und wir haben diesen wunderschönen Claim schon etwas begutachtet. In dieser Folge wollen wir jetzt mal... Oh, wow. Keine Ahnung. In dieser Folge wollen wir jetzt mal uns an den Aufbau von unserer neuen Anlage machen. Und dazu gehen wir hier in das Ausrüstungsgeschäft. Ich fand es jetzt eine gute Idee, das alles hier zu haben. Also, dass ich nicht jetzt extra zum Händler fahren muss. Weil das wäre, ja, etwas sehr krass. Und es gab auch ein neues Update, in dem, soweit ich weiß, neue Teile dazu gekommen sind, wie ich gerade sehe. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht dazu mir angeschaut, was alles neu dazugekommen ist. Ich habe nur gesehen, es gab ein neues Update. Ich denke aber mal keine Fahrzeuge oder so. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wir kaufen uns jetzt hier erstmal 4-5 Meter Seile, dass wir schon mal unseren Generator... Wow, was war das gerade? Und die Pumpe, genau. Und den Tank. Warum liegen hier? Achso. Und den Tank schon mal ready machen können. Obwohl. Es ist blöd, wenn ich den genau hier hinhau. Nein. Jetzt ist schon wieder diese Scheiße hier. Und zwar packt sich der Anhänger manchmal fest. Schau, seht ihr? Ich habe keine Ahnung, was ist. Da muss man ihn normalerweise eigentlich nur ab und wieder ankuppeln. Nur das können sich hier Hügel gestalten am Berg. Von dem her probieren wir den... Ah, mit Kraft. Come on, come on, come on. Hier irgendwie hinzukriegen. Hoffentlich rattert der uns da jetzt nicht rückwärts den Berg runter. Na, schaut gut aus. So. Und dann... Holen wir jetzt auch mal unsere Seile ab und fangen natürlich pünktlichst abends an mit dem Aufbau. Nein, natürlich nicht. Wir sind vorbildlich und lassen natürlich den Motor an, während wir schlafen gehen. Dämmerung bitte. Dankeschön. Oh. Ich bin so unglaublich blöd. Ah, nein. Ah. Das war gleich Karma. Oh, nee. Zum Glück haben wir unseren Dieselkanister hier hinten drin. Oh, wie kann ein Mensch schon so unglaublich blöd sein? Das ist ja Wahnsinn. Ah, ja, aber noch eine wichtige Sache. Und zwar, ich habe meinen PC komplett neu aufgesetzt in den letzten Tagen, weil ich auch Probleme hatte, wenn ich Sachen als Administrator ausführen wollte, dass sie dazu geführt haben, dass mein PC immer sich aufgehängt hat, abgestürzt ist etc. pp. Von dem her habe ich mir gedacht, komm, ich habe Zeit, setze ich ihn neu auf. Und was ist das? Fast Travel. 200.000, wollt ihr mich verarschen? Ich will jetzt aber mal ganz... Ah, okay, das sind alle so Fast-Travel-Schilder, wie es ausschaut. Die Fabrik hat hier jetzt auch endlich mal ein gescheites Symbol. Das sollte nur mein Bagger sein. Das bin ich. Okay, okay. Oh, was ist das? Ah, oh, stimmt da. Müssten wir jetzt hinreisen? Von dem her lassen wir das einmal lieber. So. Wir laden jetzt erstmal unsere Ketten hier. Was ist das? Hallo, was ist diese Benachrichtigung? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was ist neu hier reingekommen. Hä, was heißt das? What the fuck? Wir gehen einmal ganz kurz hier her. Notizbuch? Nein. Nein. Keine Ahnung. Hilfe, Hilfe. Was ist das? Gibst du das jetzt einmal? Danke.
So, und das kann uns jetzt schon so ein paar Folgen kosten, den ganzen Spaß hier aufzubauen. Ich dachte aber, dass ich das jetzt nicht hier alleine einfach nur hinstelle, sondern dass wir das einfach gemeinsam machen. Den ganzen Spaß hier aufzubauen. So, da geht's jetzt auch schon los. Was ist das Symbol? What the fuck? Fehlt ihm irgendein Speicherpunkt? Ich kann es mir nicht vorstellen. I don't get it. So, packen wir den hier hin. Aber natürlich dieses Mal Kraftstoff ausmachen. Uppa! Klettern wir in unseren wunderschönen neuen großen Bagger rein. Du gräbst in harter Erde. Nein. Eigentlich nicht. Hilfe. Hilfe. So. Appa. Erste Ketten. Zweite Ketten. Dritte Ketten. Und vierte Ketten. Sodala. Dann einmal hoch mit dem Ding. Ich grab nicht in tiefer Erde, meine Fresse, oder? So, was ist jetzt los? Achso. Nein. So. Ist das der Gro Das ist der große Bagger, gell? Irgendwie. Obwohl, ich stehe auf einer Klippe hier. Oder an einer Steigung. So, ich glaube, wir fangen mit dem Generator an. Warum liegt der auf dem Kopf? What the fuck? Der liegt auf dem Kopf, oder? Och nö. Warum das jetzt? Egal, soll trotzdem funktionieren. Muss ich halt jetzt nur richtig überlegen. Der muss daran. Öppa, kommst her. Der muss daran. Und jetzt hat. Okay. Der soll da. Seil ist zu kurz. Meine Fresse. Komm, nimm den Haken. Als Grütze. Ja, du. Willst du nicht den Haken nehmen? Hallo. Jetzt. So. Jetzt ist er eh zu kurz, oder? Ja, aber ja. Mann, oh Meter, hey. Hoffentlich war das jetzt der entscheidende Zentimeter. Oh, hey. Das ist immer, ja, war ja klar, komm. Leck mich am Arsch, ey. So. Jetzt aber, jetzt steht das Ding immerhin. So. Wow. Sauber. Ja, und wer wissen, wie der Generator von den ausschaut. So, hier wird dann später angezeigt, wenn du zum Beispiel eine Trommel angeschlossen hast. Dann steht da Trommel, dass du halt auch die einzelnen Schalter weißt, wo was drauf ist. Und 5 Meter war definitiv zu lang. Ich buddel nicht in harter Erde, Kreuzgrütze, fix. Meine Fresse, hey. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal da. Ja, der schaukelt so dezent. Kuhkap. Steht auf der anderen Seite. Kuhkap. Alaska. Freight. Alles klar. Was ist jetzt los? Ich mag hier nicht mehr mit 3 km/h rumbrettern, du. Das wäre nicht so geil. Oh Mann, jetzt kommt Zirk Ohe.
Bezirk Oder. Was flackert in der Hinterfernung? Alles klar, was flackert in der Entfernung? Dafür Schatten. Also dieses Schnellding hier, das... Ich würde es gerne ausprobieren, aber wir haben nichts, das geht, und außerdem schaut das ja hässlich aus. Das ist ja Wahnsinn. Aber. Cool, dass wir was eingeführt haben. So. Der wird jetzt erstmal hier irgendwo platziert. Am besten auch noch auf einer Fläche, wo es einigermaßen relativ gerade ist. So, lassen wir den doch erst einmal auspendeln. Passt, na, da ist ja... Pfui, ungerade. Noch 10 Meter zurück, nein, nicht ganz. So, hier muss passen. Nein, pendel dich aus. Das hat nicht, ich muss noch mal mein Pickup ranholen. Na. Nee, man konnte das so auch machen, gell? So, bis halt immerhin. Wir schauen erst einmal, wie wird denn der hier liegen? Oh, falsch rum. Ich wollte hier gleich meinen Tank dran machen, meinen großen auf der Seite, dass ich direkt hier reinfüllen kann. Aber das Ding ist falsch rum, natürlich. Oder auf ISO hier. Also, noch einmal hoch. Öffnen. In den anderen Fahrermodus. Ey, wenn es so weitergeht, schaffen wir in der Folge ganz genau zwei Sachen aufzustellen. Ach du Scheiße. Aber jetzt kommt Zirgo. So. Passt es also. Jetzt. Ist es extrem schief? Na, das passt schon. Obwohl... Das ist mir ein bisschen zu schief. So. Nein, zu früh. Nein. So, nein, 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 nein. So, ein bisschen, komm noch ein Meter. So, nein. So, jetzt aber. Geiz, kurze Fixe. So soll's passen, oder? Ja, perfekt. So, geh hoch, Alter. Dankeschön. Das ist auch cool, dass sie das drin haben, dass man die auch wirklich benutzen kann, die Leitern, weil ist ja in manchen anderen Spielen auch so, da gibt's ja Leiter, nur benutzen kannst du es halt nicht. Nein, so. Und der letzte Haken, sauber, damit steht unser erstes Teil. Was ist jetzt los? What the fuck? Ach, die haben sich da irgendwo reingebackt. Oh no. So, ganz schnell weg hier. Perfekt. Der Generator steht. Jetzt muss noch der Tank her. Und dann steht schon mal unsere ersten beiden Teile. Dann können wir uns dem Rest widmen. Der garantiert nicht leicht wird. Das sage ich euch. Aber halb so weit. Das wird schon. Alles klar. Und diese Woche am Freitag kommt ja auch die Ultimate Edition zu Forza Horizon 4 raus. Die werde ich dann auch gleich spulen und dann wahrscheinlich Samstag oder Freitag später auf Nacht das erste Video dazu hochladen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jo, das wird niemals funktionieren. Ich muss sagen, mit der Demo ist... Ich hatte davor so einen Riesenhype auf das Spiel. Mit der Demo ist der nicht mehr ganz so groß, weil einfach... es war halt wieder... Ich fand den Anfang nicht so geil von dem Spiel.
wir sehen's. Wir werden sehen. Er wird bestimmt ganz cool, schwul. Mal schauen, ob es dann am Ende seine 100 Euro wert ist, die ich für die Ultimate Edition ausgeben werde. Oder ob ich einfach wieder übertrieben habe. So. Komm hoch. Ich buddel hier nirgendwo, wie oft denn noch, meine Fresse, Alter. Nein, so, zurück mit dir. Und wir fahren jetzt hier einfach mal rückwärts. Obi, alles klar. Der Tank wäre schon so kaputt. Öppa, hier geht's lang. Nein, rückwärts hier hochfahren ist natürlich rückwärts eine Steigung, wenn man davon was hängen hat, hoch zum Fahren. Ja, nicht so die beste Idee. Ah, komm jetzt, Zirko. Meine Fresse, das Ding hat keine Ahnung, 70.000 kostet. Wird sie wohl schaffen, so einen leeren Dieseltank hier hoch zum Zählen. Stell dich nicht so an, hey. Ja, gut. Das mag Aklons Problem sein. Ja. Scheiße. Naja, es hilft alles nix. Einmal so und dann. Weil ich brauche, dass die Seiten hier ran ist, dass ich das halt hier direkt auffüllen kann immer so. Was wir auch noch schnell machen können, bevor ich es vergesse, und zwar wird der immer mitternachts wird der Tank aufgefüllt. Ja, für 20.000 Kraft mal uns jetzt erst einmal. Ja, ein bisschen Treibstoff. Ein bisschen Folie, aber das sollte reichen erst einmal. So, wo ist die Leiter? Die war hier hinten. Wow. Wow. Nein, als kurze Fix. Oh, hier nicht raussteigen. Ups. Das tut mir jetzt aber leid, mei. Wow. Ich buddel hier nicht, meine Fresse. So. Dann fahren wir hier mal wieder außen rum. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Oh Mann, hey. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und wenn ich das Ding jetzt senke, sollte das passen. Perfekt. So, du einmal da hier, alles klar. Du kommst. So, hier komm, komm, sauber, saubere Geschichte. Nächster bitte. Du, da hier, scheiße. Scheiße. Ja, wow, wie komme ich jetzt hier drüber? Wie ging Hocke nochmal? MC. Genau. Wow, wollt ihr mich verarschen? Ach, ich dachte schon, dass man da drunter eine Lafakus. Passt. Perfekt, dann gehen wir hier wieder ein. Ziehen das Ding einmal hoch und nicht gegen das andere, nicht gegen den tollen Generator hauen. So, wird er sich jetzt noch nach links unten drehen.
Dann wäre das traumhaft. So. Noch ein bisschen vor, muss ich. Upp, oh, na. So, so, so. Passt, oder? Passt dieser. Ja gut, der ist halt dann schier wie nochmal was, aber mei. So, das passt schon. Das passt schon. So. Hoch mit dir. Da einen Haken weg und da und C, ja, jawohl. Da, ach du Scheiße, das wird sich jetzt schon wieder, oh nee, ich sehe schon, der steht schief. Naja, halb so wohl, der erfüllt seinen Zweck. Na gut, jetzt noch nicht, weil noch nichts drin ist. Uff. Buttons drücken. Sind eigentlich neue Werkzeuge dazu gekommen? Nope. So. Dann, achso, ja, warte, ich mache hier mal lieber Motor aus. So, dala. Wir nähern uns auch schon wieder der Ende dieser Folge. Ich denke, ich mache jetzt hier noch einmal den Maschinenhandel auf, denn ich mag schauen, ist hier irgendwas noch dazugekommen an Maschinen. Ah. Na, oder? Nope. Okay. Was brauchen wir als nächstes? Wir fangen an, würde ich sagen, mit dem und dem. Dann den Rüttler und die Waschrinnen. Da weiß ich nämlich nicht. Und da gut, da fehlt ja eh nur noch Waschrinne Stein S bewegen. So, dann fehlt nur noch die Trommel. Förderband? Habe ich das nicht? Jetzt schon. So, perfekt. Da hinten steht alles. Na, das Förderband. Ah, perfekt, Alter. Dann springen wir gleich wieder ein. Schalten den Motor an. Fahren das einmal nach oben. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Und wir machen weiter mit dem Auf. Bau unserer wunderschönen Waschanlage. Aber wie alles weitergeht, das sehen wir am nächsten Montag in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese wieder gefallen, auch wenn wir eigentlich nichts geschafft haben, außer zwei Klötzchen aufzustellen. Oh nein. Naja, so ist es heute. Wir hatten wieder einen super Fail am Anfang. Ja, ich lasse meinen Motor über Nacht an. Gibt bestimmt nicht alle. Mhm. Hat super funktioniert. Props gehen raus. Nicht. Ah, aber hier sind wir schon wieder früh zurück für die nächste Folge. Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals beim Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr alle wieder in der nächsten Folge Gold Rush The Game dabei seid. Ich hoffe, ihr lasst hier auch ein Like da. Außerdem hoffe ich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dass ihr das sofort tut. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Lasst dann Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao. Servus.